Weiter geht's. Heute zeige ich euch den geschlossenen Maschenanschlag und eine Art des Wickelanschlags. Dazu schiebt ihr alle benötigten Nadeln in die D-Position. Der Strickschlitten steht rechts und die gewünschte Maschenweite für das Garn, welches ihr verwendet, ist eingestellt. Ihr wickelt den Strickwollfaden gegen den Uhrzeigersinn um die einzelnen Nadeln und lasst die Masche hinter das Nadelkäppchen fallen. Ich zeige es euch hier nochmal von vorne, da sieht man es besser. Also immer gegen den Uhrzeigersinn um die einzelnen Nadeln wickeln. Den Anfangsfaden könnt ihr mit einer Wäscheklammer beschweren oder mit der Hand festhalten. Dann wird der Faden eingefädelt. Es heißt hier geschlossener Anschlag, da, wenn ihr nachher das Gestrickte von der Maschine abwerft, die Maschen nicht mehr aufgehen. Sie sind geschlossen. Den Anschlagskamm mit den Krallen zur Maschine einhängen. Schön gleichmäßig und ein Krallengewicht dazu, damit die Maschine gleichzeitig gleichmäßig abstrickt. So, aufpassen, dass sich der Strickfaden nicht im Anschlagskamm verheddert und einfach einmal drüber stricken. So, das ist der beliebteste Anschlag auf der Strickmaschine, da ihr nachher wirklich einfach nach dem Abketten oder Abwerfen des Gestrickten fertig seid und keine Fäden oder Maschen vernähen müsst. Probiert es aus und vergleicht die verschiedenen Maschenanschlagstypen. Dieser Maschenanschlag ist auch ein elastischer Anschlag und nicht sehr steif. Es sieht aus wie eine gestrickte Reihe.